Ich bin heute hier im Südbad und möchte alles rund ums Thema Sicherstellung der Wasserqualität des Schleichersees erfahren. Dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, Herrn Götze, ein Hydrogeologe, der dafür zuständig ist, die Wasserqualität zu testen und sie sicherzustellen. Hallo, Herr Götze. Schön, hallo, dass Sie da sind. Frau Holzhoff, hallo. Ja, wir sind ja heute hier, um die Wasserqualität im Schleichersee zu testen. Vielleicht können Sie mir mal direkt in der Praxis zeigen, wie das funktioniert, welche Parameter wichtig sind. Kein Problem, ich nehme Sie heute mit auf den See. Da können wir das gemeinsam mal alles bewerkstelligen, was ich regelmäßig hier in diesem See untersuche. Alles klar, Herr Götz, ja, dann können wir jetzt loslegen. Packen wir die Sachen und es geht los. Alles klar. Das genau aus? Was müssen Sie hier genau machen? Was sind Ihre Aufgaben? Können Sie mir was dazu erzählen bzw. auch zeigen? Selbstverständlich. Das Erste, was ich bei den regelmäßigen Messungen monatlich mache, ist die Sichttiefe zu messen an 5 Stellen im See. Und hier ist die erste Stelle sozusagen. Und dazu wird man diese Seeschi-Scheibe verwenden. Das ist eine normierte Scheibe, die man sozusagen ins Wasser taucht und wenn sie verschwindet, ist das die original die Sichttiefe in diesem See. Und das ist die erste Messung, die wir jetzt mal durchführen. Also man führt die Scheibe einfach in den See. Und das ist sensationell, was wir hier messen. Unglaubliche Sichttiefen am Anfang der Saison, denn die Scheibe, die setzt jetzt auf. Und wir haben eine Sichttiefe von über 3,70 Meter. Das ist ziemlich gut. Warum haben Sie denn die Sichttiefe gemessen? Die Sichttiefe muss man messen, weil sie ein Parameter der Badewasserverordnung ist. Das heißt, ab einer Sichttiefe von 0,3 Meter wird ein Gewässer gesperrt. Außerdem ist die Sichttiefe ein Indikator dafür, wie stark das Algenwachstum in einem See ist. Und es gibt Seen, die auch Kiesseen sind, die sind jetzt schon mit einer Sichttiefe von unter 0,5 Meter bestückt. Hier ist das nicht so, weil der See wurde entschlammt und deswegen gibt es hier nicht so viel Nährstoffe drin. Und deswegen ist die Sichttiefe mit 3,70 Meter sensationell gut. Wie gesagt, fast Starnberger Verhältnisse. Also da können wir sehr zufrieden sein. Die Sichttiefe ist ja wahrscheinlich nicht das Einzige, was Sie messen müssen. Was gibt es denn noch für Parameter, die überprüft werden müssen? Neben der Sichttiefe wird gemessen der pH-Wert, die Sauerstoffsättigung, der Sauerstoff. Über sämtliche Parameter, die auch für die Badewasserverordnung entscheidend sind. Und für den Sauerstoffgehalt und den pH-Wert, da haben wir hier ein paar Sonden mit, die wir sozusagen als Messsonden verwenden. Und die messen uns jetzt den pH-Wert und den Sauerstoffgehalt. Und da wollen wir doch mal schauen, was der See heute so zu zeigen hat. Und wenn wir dann die Messwerte uns zeigen lassen wollen, zeigen Sie uns am heutigen Tage 11,9 Milligramm pro Liter Sauerstoff. Das ist eine hervorragende Sauerstoffsättigung und ein pH-Wert von 8,5. Alles wunderbar im grünen Bereich und sehr zufriedenstellend. Ich sehe, Sie haben eine blaue Kühlbox mitgebracht. Haben Sie uns was zu trinken mitgebracht? Es sind keine Erfrischungsgetränke, das kann ich so sagen. Ich würde gerne jetzt 3 Proben ziehen. Und da muss man immer so 40 cm unter Wasser gehen und einfach die Wasserprobe nehmen. Aber das Wasser hat so eine gute Qualität, dass ich Ihnen eigentlich aus der Kühlbox was anbieten könnte. Hätten Sie denn Appetit? Dankeschön. Kann man trinken.
Herr Götze, ich bedanke mich für das informative Gespräch und sage bis bald. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen, tschüss. Und ich verabschiede mich vom Schleichersee und hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich.